Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 117. Jetzt weiß ich wieder, wie ihr seht, sind wir zwischen Bienen. Weil wir brauchen Flügelchen. Ich war gar nicht zum Essen, sondern. Ja gut, was der damit will mit den Vögeln, weiß ich allerdings auch nicht, aber gut. Obwohl ich glaube, das war ja so ein Alchemist-Typ, ne? Wahrscheinlich verkocht er das zu irgendeinem Trank. Einen besser Funzeltrank hier, sowas. Ja, direkt schief. Ja, passt. Und wenn wir uns hier um die gekümmert haben, kümmern wir uns um die Oger. Halt. Sehr gut. Das klappt ja schon mal wunderbar hier. Dann könnte der den direkt angreifen. Jetzt habe ich wo Loot und mich im Kreis drehe, kann er andenken. Ach, mal wieder wenig Mana. Sieht aus wie eine Kette oder so hier, das Ding. Der Stachel. So, rotten wir hier mal die Population aus. Wenn wir Glück haben, droppen die zwei, die da noch standen. Jeweils einen Flügel, dann haben wir die Quest nämlich auch geschafft. Aber upsala, wird sich zeigen. Ja, wir haben ja noch einiges hier im Petto. Von daher kriegen wir das auch schon irgendwie hin, denke ich mal. Ja, wie schon eben gesagt, manchmal ist einfach nur Top-Rate gleich blöd. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass das jeder, der mal WoW gespielt hat, kennt. An manchen Tagen gewinnen die anderen, an manchen Tagen verliert man. Oder andersrum, an manchen Tagen verliert man, an manchen Tagen gewinnen die anderen. Kann man sich aussuchen. Pfeile haben wir, glaube ich, noch. Ja, ich weiß nicht, Hunde haben wir noch genug. Seht ihr, man muss auch ein bisschen rumkotzen und motzen, dann funktioniert das schon. Das ist bestimmt, weil ich mich gebufft habe. Jetzt müssen wir einfach 10 davon töten. Ah, okay, 10 Oger und 10 Schamanen. Wobei sind diese komischen Axtmenschen? Schamanen haben, glaube ich, noch so einen Blitzschlagstrahlschild, um den wir auch rumfliegen. Wenn ich mich richtig entsinne. Und ich glaube, wenn man zwei pullt, dann, also einen normalen Ogre und einen Schamanen oder zwei Schamanen, dann heilt der Schamane auch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie gesagt, schon lange her, dass ich hier war. Normalerweise überspringe ich hier das immer, weil ich es ein bisschen öde finde. Aber hier ist halt auch einfach EP abgreifen. Von daher. Nehmen wir mit, was wir kriegen können. Was ist das denn? Was hat man? Ah, von den Filet-Dingern da, die wir gesammelt haben. Richtig.
viele Möpfe der tritt. Schwupp. Ganz schon mal angesichtet. Aber ich glaube, die finden wir auch irgendwann irgendwie irgendwo. Da. Das sieht schon fast böse aus, der Typ. Schauen wir uns den direkt mal. Ich glaube, die komischen Pilze, die hier rumstehen, diese Leuchtkappen oder so heißen sie, Glühkappen, die kann man abgeben für Ruf bei der Koronei. Da, Sache, der heilt sich. Der Lump. Ja, ich habe keinen Mana, sonst hätte ich den unterbrechen können. Oh nein, unser Sammy ist tot. Killt er einfach unseren Sammy? Das geht ja mal gar nicht. Schweinerei. Aber ich habe gar nicht drauf geachtet. Naja. Weil ich auch nicht, warum ich so müde bin. Ja, gibt es ja schon mal, ne? Ich glaube, Heiler oder so können die Pets auch wieder beleben. Meine ich zumindest. Ich kann was trinken. Gleich wieder frohen Mutes, voller Hoffnung. Wir haben volles Leben. Gehen voll weiter. Schön. Komm, ist noch was. Wo es schlecht wird. Wie gesagt, heute ist echt der Wurm drin mit mir. Nur umgehen. Da liegt er da. Okay, die haben wir schon fast fertig. Vielleicht gibt es davon auch so viele. Okay, haben wir auch schon also noch zwei stehen hier rum. Die haben wir auch noch getötet. Jetzt sagen wir sogar drei. Nein, ich habe mich nur verguckt, das sind nur zwei. Dann haben wir vier. Dann brauchen wir noch drei. Weil das gehen ja fix. Zack. Ja, das könnte. Ja, passt. Ich dachte, läuft weg oder so. Hm.
Was ich komisch finde, das sieht immer so aus, als wenn es schallt, aber dann doch nicht. Wieder aufpassen. Kann sein, ja, kann sein, dass die sich pullen gegenseitig. Naja, gut. Es gibt Schlimmeres, sag ich mal. Hab gesehen, der hat stand Heilung bla bla, aber hat dann doch nicht geheilt. Hä? Verstehe ich nicht. Da fehlt ein bisschen. Na gut, essen wir, trinken wir was. Hier ist auch was. Was ist denn davon? Noch zwei kriegen wir ohne Probleme hin. Oh, wait, wait. So, kann den schon quasi andenken. Heilung hinterher geschossen. Sieht aus, als würde sich immer unmenschlich sein. Nee, ich mach doch lieber Schaden, bevor ich mich heile. Geräusch hat das? Achso. Ich hab nur Wildbret gerade gelesen. Ist quasi dasselbe, was wir haben. Ganz gut, dann brauchen wir nicht so viel kaufen. Hoppla. Schwupp. Und da können wir dann gleich direkt wieder abgeben. Haben wir eine kleine Runde gedreht. Sehr schön. Das ist das, was ich eben meinte. In der letzten Folge. Dass die Ogre recht viel hier vertreten sind. Aber, ja, die sammeln halt Pilze, stehen die total drauf. Nachher müssen wir, glaube ich, den Ogre-Anführer auch noch killen irgendwann. Ist denn hier hinten? Himmelfahrtsreise. Naja. Jetzt haben sie nicht mal angezeigt, die Questing siehst. Nein, ist falsch. Ist falsch. Da. Ist auch falsch. Hä? Ach so. Kornei, genau. Oberanführer, Schmetterfäuste und 10 Raufer. Ja, genau, das ist das. Nicht wahr? Das ist es. Hui, hui, hui. Gucken. Falsch, falsch. Ich weiß auch nicht. U-Bahn-Führer, bla bla. Da. Das ist mir schon was Tolles, habe ich gesehen. Der sieht gar nicht mal verkehrt aus. Ich glaube, wir haben dann einen neuen Umhang. Ja. So kürzer als unserer aus dem Schlingendorntal. Aber ich würde sagen, ist was besser. Ich
machen können, ist nochmal nach Tredor, glaube ich. Hieß es. Ja, Tredor fliegen. Und dort können wir dann, ich glaube, ein, zwei Quests abgeben. Noch schön. Oh, nein, die Zerfahrer-Quest. Müssen wir auch irgendwo machen hier für unsere Karotte. Ja, müssten wir mal hinbekommen. Ohne Probleme. Ich weiß halt noch nicht, wie das ist hier. Ob man den Hammer wirklich braucht oder ob die das rausgemacht haben. Weil damals über den Crusade brauchte man noch den Hammer. Und den Hammer, den hat man im Hinterland, glaube ich, bekommen. Den man dann weihen lassen musste. Klar, ist nicht dahin, Hinterland, da war es. Ja. Mit irgendeinem Charakter habe ich den auch noch auf dem Originalserver. So. Schon einmal. Da. Naja, 32. Ja, ich glaube, die ziehen wir an. Ist ja ein bisschen besser. Das heißt, dass weniger Leben, dafür mehr Mana und mehr AP. Und sogar 32 AP mehr. Wir behalten die. Dann kann man noch die Flügelchen mal nicht abgeben, ne? Genau. Oh, was Tolles? Nein. AP. Ja. Verkaufen. So, hier noch Tolles. Nix Tolles. Nix Tolles. Gerade gucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Ledermensch ist. Rezepte kaufen können. Das wäre ja cool. Aber ich bezweifle es gerade, wenn ich mir das jetzt angucke. Oh, vielleicht irgendwie Bank. Nee, Bank. Keine Geldbank, sondern eine Sitzbank. Ingenieur. Schmied. Stallmeister. Oder Dien. Ich weiß, das ist nix. Vielleicht noch was drauf? Wirklich, nicht wirklich. Der war sonst, nein. Ach ja. Gute alte Zeit. Ich habe mich immer ausgelockt, naja, immer öfters ausgelockt, gelockt. Auch sehr hübsch, hier der tolle Brunnen. Sagen wir, wir fliegen wieder hinten zurück. Von da aus geht es nämlich easiesten. Obwohl. Ja, wir fliegen nach Sturmwind. Nach Stadtrat. Da holen wir uns dann nämlich mal endlich unseren Ruhrsteinpunkt. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge mal nach Sturmwind unsere Fähigkeiten kaufen. Gefühlt seit 3 Level oder so oder 4 Level nicht gemacht haben.
glaube, das ist ganz nötig wegen dem Heilen vom Pet. Weil das ist ja immer noch Rang 6. Von daher eher fragwürdig. Aber gut. Tun wir das mal. Und hier oben müssen wir auch irgendwann hoch, wenn wir sobald wir fliegen können. Die doofen Oger hier töten. Das ist einfach mal hier. Also hier, wollen wir da alle hören. Kann ich nicht klicken? Ja. Sieht sogar riesig gigantisch aus hier, ne? Jo. So, naja gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Lasst ein Abo da, ein kostenloses. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Like das Video, teilt das Video. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.